Da es auch den Vierbeinern an nichts fehlen soll, werden diese oft mit allerhand Leckereien verwöhnt. Leider häufig im Übermaß. Bis zu 50% aller Hunde sind übergewichtig oder sogar fettleibig. Die gesundheitlichen Folgen können gravierend sein. Deswegen ist es wichtig, dass Hunde die überschüssigen Funde wieder loswerden. Wir verraten dir in diesem Video, wie du das am einfachsten schaffen kannst. Als erstes, Übergewicht erkennen. Man spricht vom Übergewicht beim Hund, wenn dieser mehr als 10% vom Idealgewicht abweicht. Um zu testen, ob ein Hund dick ist, ermittelt man am besten den sogenannten Body Condition Score. Dabei wird die Fettauflage am Rumpf des Hundes anhand einer Skala von 1 bis 9 beurteilt. Streichst du deinem Hund mit der Hand über die Rippen, dann solltest du diese im Idealfall leicht spüren können. Außerdem sollte er von der Seite aus betrachtet eine etwas ansteigende Bauchlinie aufweisen. Als zweites, du bestimmst die Ernährung. Manchmal fällt es schwer, den bettelnden Hundeaugen zu widerstehen. Rufe dir unbedingt die negativen Folgen von dem Übergewicht ins Gedächtnis. Es belastet nicht nur die Gelenke, sondern auch das Herz-Kreislauf-System. Übergewichtige Hunde sind kurzatmiger und weniger leistungsfähig. Hunde haben keine automatische Fressbremse und sie werden ihr Fressverhalten nicht von selbst ändern. Du bestimmst die Ernährung deines Hundes. Die Futtermenge solltest du aber nicht einfach herunterschrauben. Diese Null-Diät kann für Hunde gefährlich sein. Zudem sorgt diese nur kurzfristig für Erfolg, da der Jojo-Effekt schnell einsetzen wird. Das Futter sollte auch nicht einfach halbiert werden, da der Hund dann ständig unter Hunger leiden und zu wenig wichtige Nährstoffe bekommen würde. Als drittes, die richtige Ernährung für den Hund. Kalorienreduziertes Spezialfutter ist bestens geeignet für deinen übergewichtigen Vierbeiner. Darin enthalten sind Ballaststoffe, die im Hundemagen aufquellen und ein Sättigungsgefühl auslösen. Durch die reduzierte Kalorienmenge nimmt er dennoch ab und erhält alle für ihn wichtigen Nährstoffe. Am besten ist, wenn du mit dem Tierarzt ein individuelles Abnehmprogramm ausarbeitest. Dieser kann auch herausfinden, ob sich hinter dem Übergewicht deines Hundes eine Krankheit verbirgt. Achte aber unbedingt darauf, dass dein Hund nicht allzu viele Leckerlis erhält. Diese sind echte Kalorienbomben und sollten nicht in großen Rationen verfüttert werden. Als viertes, Bewegung hilft beim Abnehmen. Durch ausreichend Bewegung bleiben nicht nur wir Menschen schlank und gesund, sondern auch unsere Hunde. Ist dein Hund stark übergewichtig, dann solltest du dies berücksichtigen, um seine Gelenke zu schonen. Anfangs reicht es bereits, wenn du beim Gassigehen etwas schneller läufst oder ein paar Minuten länger spazierst. Für wasserliebende Hunde bietet sich auch Schwimmen an, was zusätzlich Kalorien verbrennt. Und als fünftes, überprüfe den Erfolg. Wiege deinen Hund wöchentlich, um die Erfolge zu überprüfen. Als Faustregel gilt, dass der Hund innerhalb einer Woche etwa 1-2% seines Körpergewichts verlieren sollte. Verliere nicht die Geduld, wenn es etwas länger dauert. Je nachdem, wie viel dein Hund zugenommen hat, kann das Abnehmen einige Monate dauern. Hat dein Hund ausreichend abgespeckt, dann kannst du das Diätfutter noch etwas weiter verfüttern oder es bereits mit Normalfutter vermischen, bevor dein Liebling wieder vollständig auf normales Futter umsteigt. Verfalle allerdings nicht wieder in das vorherige Muster und behalte die Ernährung deines Hundes weiterhin im Auge. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben wirklich sehr freuen. Schreib mir auch gerne deine Meinung zu diesem Thema in die Kommentare und vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du auch in Zukunft kein neues Hundevideo mehr verpasst.